Blades shall know my name. I am Freya, warrior of the Aesir. Ja, meine Freunde, zurück hier bei Conan Exiles. Ihr seht, ich habe meinen kushitischer Verbannter wieder geholt. Der war Tatsache bei seinem Volk wieder. Und was hast du denn für ein Problem? Ja, ich habe auch ein Problem. Und zwar, wenn ich ihn irgendwo da lassen möchte, macht er es nicht. Ja, er läuft mir die ganze Zeit hinterher. Egal. Ich denke, er hört erst dann auf, wenn er tot ist. Es ist ja wahrscheinlich die neue Funktion. Finde ich zum Kotzen. Ich war bei Hanumans Grab noch einmal. Ich habe den jetzt extra so hier diesen Typen mir eingestellt auf 50 Meter. Der mir jetzt wieder nachrennt. Ne? Genau, und dann ist er direkt da. Es ist zum Kotzen. Ich mag diese Funktion gar nicht. Was wollte ich sagen? So, ja genau. Wir suchen übrigens Steine. Also wir suchen nicht besonders normale Steine. Wir suchen nämlich Eisensteine. Denn ich könnte jetzt die Schmiede herstellen. Das liegt aber daran, dass ich keine 50 Eisenbarren habe. Und deswegen. Nur deswegen. Vielleicht habe ich ja hier welche dabei. 62 habe ich schon mal. Okay. Ich brauche aber mehr. Wo bin ich stehen geblieben? Wir müssen leveln und das geht besser, wenn man Sachen killt. Guck mal, wie die Tiere sich verhalten. Das ist so bescheuert. Moment mal, warte. Wo? Wo? Wo denn? Einfach Tiere killen, um zu leveln, Leute. Was ist das da hinten? Nichts, okay. So, ja. Hier irgendwo ist ein Geist, aber wo? Enter um zu... Was? Drücke Enter zum End. Was? Moment. Hab ich irgendwas verpasst? Hier. Aber hier tut sich nichts. Okay. Ich lasse mich verwirren. Das ist nicht gut. Weil ich komme total aus dem Konzept, was ich euch gerade erzählen wollte. Ja, Hanumans Grab, da war ich nochmal. Um eine neue Gabel zu aktivieren. Und es hat auch geklappt. Was ich haben wollte, habe ich bekommen. Und zwar ein Gorilla. Der steht jetzt bei mir zu Hause. Ja. Aber das Problem ist, er funktioniert nicht wie er. Er funktioniert nicht so wie er. Ja. Und ich habe genügend... eingestellt, dass ich da haben kann. Hier können wir mal gucken. Begleiter, Leibeigene und Begleiter, Basiswert 50, Leibeigene und Begleiter pro Spieler 5. Also da gehöre ich auch zu. Ja. Skillen, dann müssen wir töten, dann kriegen wir Punkte. Komm, Junge. Du siehst mich nicht, oder was? Einfach töten, was ein im Weg steht. Wir suchen aber Eisensteine, weil ich brauche 50 Barren, Leute. 50 Barren. Hast du Barren dabei? Nö. Ich möchte auch nur das.
Danke. Den Rest kannst du behalten. Na, immerhin hat der hier zwei fertig gemacht, ne? Also Eisenbarren brauchen wir. Immer noch auf der Suche nach Eisenbarren. Oder wir skillen ein bisschen, das wollen wir jetzt auch machen. Oh, nicht treffsicher, der Kerl. Na, zumindest verliere ich kein Leben, nur Ausdauer. Nice. Komm, der geht, diese Ratte geht weg. Guck mal, der lässt sich abschießen, dieser Idiot. Das meine ich, ne? Das meine ich. Die sind so unfähig, die können gar nichts, ja? Finde ich scheiße. Du Idiot. Da bin ich lieber alleine unterwegs, anstatt mich darum noch kümmern zu müssen. Ganz im Ernst, also das ist ja Kokolores, ne? Die kämpfen nicht mal richtig, also... Und der hat alles, ne, was er braucht, ne? Vielleicht habe ich den verkehrt eingestellt. Dann stelle ich ihn mal auf defensiv. Komm, ich mache ihn auf aggressiv. Scheiß drauf. Wachverhalten. Kampftechnik. Halten. Ach so. Keine Ahnung. Ich krieg's irgendwann raus, wie es richtig funktioniert alles. Ich weiß nur eins, dass ich ihn nicht abstellen kann im Lager und dass er da bleibt, bis ich wiederkomme, wenn ich ihn mal nicht haben möchte. Das funktioniert nicht. Das habe ich mittlerweile begriffen. Finde ich schade, ja. Was ist das denn? Maske des Medizinmannes. Knochenklauen, die sind geil. Ja, das brauchen wir nicht. Wir nehmen mal alles mit, ja, ja. So, gucken wir mal. Erschütterungsschaden. Gesundheit 40. Leicht. Gestreuenschaden. Ach, Rüstungswert. Das können wir mal tragen. Ist leichte Rüstung und bringt auch noch Sachen mit sich. Cool, ja. So. Nice, Leute. So, hier ist wieder einer drin. Ja. Da ist wieder einer drin. Wofür ich den Schlüssel aber, glaube ich, nicht habe. Die Sachen lasse ich bei denen mal. Sind die anderen schon despawned? Das finde ich auch immer kacke, sowas. Wenn die Leute despawnen ganz schnell. Aber wenigstens die Knochen liegen hier rum. Ja, ja. Alle, die spawnt, bis auf einer. Und ansonsten ist hier auch nicht was. Drücke Enter, um zu interagieren. Abgeschlossen. Dann kriege ich nicht da raus. Ja, keine Ahnung, ey. Einen Schlüssel habe ich hier nicht gefunden. Vielleicht hätte ich die schneller durchsuchen müssen. Scheiße. Ja, oder habe ich einen Schlüssel? Nee, dann hätte die Tür ja aufgemacht, ne? Stoffbeutel, was ist denn damit? Neben dem Zauberbuch ist der Reagenzienbeutel der wohl wichtigste Besitzer des Zaubers, da er sorgfältig zusammengestellte Reagenzien für das Wirken von Zaubern. Mhm, okay. Der Stoffbeutel. Ich kann aber auch nichts machen damit. Ja, tut mich leid. So, komm mal her, Kumpel. Hast dich wieder erholt. Ich gebe dir mal hier sowas. Vielleicht kannst du auch damit besser umgehen. Und
Ich habe dich auf aggressiv eingestellt bei Folgen. Das heißt, du bist ständig bei mir. Wir werden das mal minimieren hier. Wir werden das mal auf 10 Meter machen, damit du ständig neben mir bist, wenn, ja, angreifen. 20 Meter ist zu viel. Machen wir auch mal auf 5 Meter direkt. Jagen ist egal. Das können wir mal ein bisschen höher machen. So, Wachverhalten. Machen wir auch aggressiv, damit ich das nachher nicht bereue. Muss ich den auf Zurückziehen machen? Ich habe keine Ahnung. So, ja, auf jeden Fall geht der Gorilla nicht, den ich besorgt habe. Wir sind immer noch auf der Suche nach Eisensteine. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Knochenbrecherkurve, da waren wir. Lass uns mal hier hochklettern. Werkbank eines Schmiedes. Das ist unser Ziel. Wir brauchen 50 Eisenbarren, damit ich meine eigenen Waffen herstellen kann. Das Spiel macht mir richtig viel Spaß, Leute, ne? Oh, was haben wir denn da oben? Oh. Das einzige Problem daran ist, das ist auch noch ein Lager. Da hinten. Augen der Unschuld. Es heißt, dass alle Wesen mit hellen Augen geborgen werden. Geboren werden, Entschuldigung. Die sich erst verdunkeln, wenn die Welt sie befleckt. Diese Augen einer Kreatur, die zu jung war, um die Bosheit der Welt zu erkennen, enthalten eine gewisse Macht, die in okkulten Ritualen beschworen werden kann. Das hat er schon an. Ich guck gerade, was er an hat. Das hat er an. Okay. Ja. Ne? Er hat alles, er hat eine Keule, er kann sich schützen, er kann schießen, hat Munition und hat die Knochenklauen, die gut sein sollten. Ja. Wo muss ich hin? Schmalnackenbrücke. Knochenbrecherkurve. Irgendwo muss da noch ein bisschen Stein rumliegen. So, jetzt kannst du auch mal was tun. Also man muss sich immer erst angreifen lassen. Bevor er was tut. Okay. Oh. Alter. Ah, schmackhaftes Fleisch. Heil dich. Okay. Er ist auf Stufe 3. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin, wie es ist. Das mit dem Gorilla, das wurmt mich. Vielleicht wird das wieder gehen, wenn er tot ist vielleicht.
Nein, ich habe es extra so eingestellt, dass ich mehrere auf einmal haben kann. Oder geht das nicht mehr? Da unten waren wir gerade. Den Käfig konnte ich nicht öffnen. Da braucht man Dietriche für. Oh, da kann man sich natürlich dran wehtun. Habe ich nur mal Glück gehabt, ne? Ja, wir suchen Eisenstein, Freunde. Immer noch. Ich wiederhole es einfach mal. Mal sehen, was uns hier über die Leber läuft. Eisensteine, Eisensteine. Was ist denn da hinten los? Da gehen wir auch mal hin. Weit und breit nichts zu sehen von Eisensteine. Weh, du schubst mich hier runter. Da ist irgendwas. Das, oh, Spinnen, Leute. You picked the wrong fight. Ja, genau. Ist genau richtig, was du sagst. Guck mal, da unten sind noch andere. Spinnen. Müssen wir auch ernten. Die bringen Chitin. Ich liebe Spinnen. Komm mal, ja, da ist noch eine. Kommst du mit? Ups. Alter. Nice. Ich bin vergiftet worden. Mach sie platt. Du musst leveln. Jawohl. Jetzt bist du Stufe 4, ja? Stufe 4, okay. Wenigstens das funktioniert. Mein Gott, ey. Mach doch mal. Seht ihr das? Das ist nicht richtig. Das funktioniert nicht so, wie soll. Immer noch nicht. So, Eisenstein, weit und breit, nichts davon zu sehen. Wir gehen mal weiter hier hoch. Ja, ich kenne natürlich noch ein paar Spots, wo ich jetzt keine Lust habe hinzurennen, ist weit. Eisenstein findet man eigentlich überall, ne? Oder? Da hinten liegt auch welches rum, glaube ich. Was haben wir denn hier? Hallo, Kumpel! Da habe ich aber doch mal deinen Arsch gerettet. Du bist schwach. Du bist richtig schwach, du Pfeife. Nimm mal mit. Nehmen wir mit. Wenigstens verhält er sich so, dass er auch verletzt ist. Ja, jetzt nicht mehr. Hoher Priester. Mithra. So, was haben wir denn da? Mithranische Tunker. Rüstungswert 31. Ausdauer 5. Ist heilig. Die Anhänger Mithras führen ein Leben in Einfachheit und Würde. Sie schätzen Wissen mehr als Rituale und ziehen die Ruhe der Meditation der Hitze der Schlacht vor. Diese Tunika spiegelt die einfachen Grundsätze eines Anhängers von Mithra wider. Aha. Rüstungswert 31. Kumpel. Rüstungswert 14. 8. Komm, ich gebe dir mal diese Tunika, die hat mehr als das, was du hast gerade. Okay.
Ja, hier steht ja auch, dass er das ist, aber irgendwie sehe ich nicht, dass das ist, irgendwie. Wisst ihr? Rohes kriegt er nicht. Ich habe jetzt auch gar nichts dabei. Ich könnte jetzt mal irgendwas braten. Machen wir mal ein Feuerchen. Machen wir ein kleines Päuschen hier. So, und sehen uns in der Zeit mal hier die Sache an. Da haben wir irgendwas. Tagebuch eines Priesters. Es erscheint mir wunderlich, dass meine Mitmenschen diesen Ort als das Land der Verbannten bezeichnen. Könnte ich ihm einen Namen geben, würde ich ihn als gelobtes Land bezeichnen, da ich keinen segensreicheren Ort kenne. Okay, sorry Leute. Einst war ich ein kühner und törichter Mann, der jüngste Spross eines niederen adeligen Poitain. In jener Zeit war ich besessen von Reichtum und Ansehen. Also zechte und spielte ich mit anderen jungen Männern von fragwürdigem Charakter. Als mein Vater von meinen Spielschulden erfuhr, ließ er mir keine Wahl. Er schickte mich kurzerhand in ein Kloster, in dem ich über meine Sünden nachdenken sollte. Ich war kein guter Mönch. Das gebe ich offen zu. Da mir mein Vergnügen stets wichtiger war als mein Seelenheil, bestahl ich das Kloster in so mancher Nacht und erleichterte es um Vorräte und Bier. Die anderen Mönche mochten mich natürlich, doch irgendwann erkannte der Abt meinen schlechten Einfluss auf seinen gesamten Orden. Jojo, schließlich beschloss er, mich loszuwerden. Eines Nachts wachte ich an Händen und Füßen gefesselt auf. Als mich zwei kräftige Männer aus meinem Bett hoben und mich die gewundenen Steintreppe des Klosters hinuntertrugen, der Abt begleitete uns händeringend und mit flehenden Augen. Mein Kind, diese Entscheidung bricht mir das Herz, aber ich verliere die anderen. Diese Männer bringen dich an einen fernen Ort, an dem du weit weg von deinem Vater oder Mitra eines neuen Lebens beginnen kannst. Das ist das Beste für dieses Kloster und auch für dich. Sag mir, dass du das verstehst, flehte er mich an. Und wenn mir diese Männer die Kehle durchschneiden, Abt, dann hättet ihr meinen Tod zu verantworten. Ich spuckte aus. Mir wurde versichert, das wird nicht passieren. Als er das sagte, warf er einen nervösen Blick auf die beiden Männer. Ich wünschte dir alles Gute für dein neues Leben, mein Kind. Dann wandte er sich um und ging. Ich wurde auf einen Karren geworfen, mit Sackleinen bedeckt und meinen angsterfüllten Gedanken überlassen. Ich vermag nicht zu sagen, wie lange meine Reise dauerte. Ich wurde von Hand zu Hand weitergereicht und stets besiegelten einige goldene Münzen den Handel. Langsam füllte sich der Karren mit anderen Gefangenen, Männern und Frauen aus verschiedenen Ländern. Einige von ihnen waren adelige, andere gewöhnliche Bürger. Niemand wusste, wohin wir gebracht wurden oder warum. Die meisten von uns nahmen an, dass wir chemetische Sklavenhändlern in die Hände gefallen waren. In der letzten Nacht meines alten Lebens erhielten wir unsere Rationen, einen zähflüssigen Eintopf aus Gemüse und Fleisch. Wie die anderen Schlangen, auch ich ging gierig hin, mich hinein. Und wie die anderen versank auch ich in einer tiefen Dunkelheit, als das Gift seine Wirkung entfaltete. Am nächsten Tag begann mein neues Leben. Als ich erwachte, lag ich nackt im Sand einer riesigen Wüste.
Soweit das Auge reichte, waren keine anderen Menschen zu sehen, nur einige Ruinen und die endlose Leere der kargen Landschaft. Obwohl ich orientierungslos war, machte ich mich in der Hoffnung, irgendjemanden oder irgendetwas zu finden, auf den Weg. Beinahe wäre ich dabei gestorben, als ein Sandsturm mit zuckenden Blitzen über mich hinwegfegte, suchte ich im Schatten einer umgestürzten Statue Zuflucht. Doch mit dem Sandsturm kamen auch die Bestien. Ich konnte hören, wie sie mit dem kreischenden Wind heulten. In diesem Augenblick überkam mich eine große Reue ob mein bisheriges Lebens und ich dachte zum ersten Mal seit Jahren an meine Familie. Ich flehte Mithra an, dass er über meine Seele wachen möchte, und vergab dem Abt, der nur versucht hatte, seine Herde zu schützen. Dann plötzlich sprach Mithra zu mir, und seine Worte galten mir allein. Er umfing mich mit seiner Gegenwart und verbarg mich vor den Kreaturen. Und in dieser dunkelsten Stunde meines Lebens gab ich mich zur Gänze Mithra hin. Ich verließ die Wüste als geläuterter Mann und fand mit Mithras Hilfe diesen Ort. Dieser Schrein ist mein Gott und allen verbannten Seelen geweiht, die fern ihrer Heimat und voller Angst einen Ort der Ruhe suchen. Ich hinterlasse meine Geschichte hier in der Hoffnung, dass sie andere beflügeln möge. Ich selbst bin weitergezogen, tiefer hinein in das Land der Verbannten. Mithra sagte mir, es gebe dort viel zu tun. Lol, das war ja jetzt mal, warte, mein Gott. Ja. Ja, ich sehe ja schon toll aus, ne? Okay, Leute. Das war das Tagebuch eines Priesters. Kann ich das weiter mit anfangen, denke ich mal. In Leder gebundenes kann ich ablegen. Ja? Wir kennen es, wir haben es gelesen. Gut, brauchen wir nicht. Das ist eine Notiz. Möge ich jetzt aber nicht lesen, können wir ein andermal machen. Karte eines tollen Zauberers. Diese gefalzte und rissige Karte wurde mit geschickter Hand gezeichnet und scheint längst vergessenes Netzwerk von Höhlen darzustellen. Das Ende des beschriebenen Weges ist lediglich mit einem arkanen Symbol gekennzeichnet. Okay, da werden wir diesen toten Zauberer dann finden. So. Gibt es hier sonst irgendwas? Nichts zu holen. Keine weiteren Belohnungen. Du siehst ja toll aus, Kumpel. Keine Truhe. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Was ist das denn? Nichts. Kann ich nicht sammeln, den Busch? Was für Dinger? Was für Pflaumen? Noch mehr davon irgendwo? Sehe ich nicht. Ja, Leute. Wir suchen immer noch nach Eisenstein. Da hinten haben wir was. Komm mit, Junge. Ich müsste mich mal heilen. So, hier haben wir ein bisschen was gefunden. Das Schild benutzt du, glaube ich, eh nicht. Gib mir das mal her und nimm mal hier den Eisenstein mit. Hört mal, ich habe so viel Kram in mir. Den Scheiß schmeiß ich jetzt einfach mal weg. Chitin lassen wir mal drin. Das lassen wir auch drin. Das auch. Das kann weg. Das kann weg. Habe ich genügend von erstmal, ne?
Holz kann ich immer noch mal holen. Ja. Leicht Turban kann ich auch nicht gebrauchen. So, ja. Äste können wir weg, das kann auch mal weg. Können wir später holen. Die drei Eier können auch mal weg. Das kann auch mal weg, genau. So Kleinigkeiten halt. Komm. Ich weiß, die schwersten Sachen behalte ich natürlich. Ja, aber ja, was soll ich sagen? Die Steine können weg. So. Da haben wir wieder ein bisschen mehr. Ach, guck mal, wie schön groß der Sack wird. Komm. Die Sachen kriege ich an jeder Ecke, ja. So, gehen wir mal weiter. Oh, da ist noch Eisenstein. Wäre ich dran. Fast hätte ich es liegen lassen. Aber dann würde ich hoffen, dass es am Ende des Tages auch reicht für uns. Dass wir 50 Eisenbahnen fertig kriegen. Ich habe jetzt keine Vorstellung mehr davon. Er hat jetzt 110, ich habe jetzt 84. Ich denke schon, dass wir da 50 rauskriegen werden. Ja, das Problem mit meinem anderen Begleiter, das geht mir ziemlich auf die Nerven, da es nicht funktioniert. Oder, nee, also es kann nicht damit zu tun haben, dass wir hier einen aktiven Begleiter haben. Na? Oh, ich muss hier weg. Irgendwas passiert. Irgendwas passiert. Ich glaube, hier ist die Seuche oder so. Das Verderbnis ist da und da gehen wir garantiert nicht hin. Wir suchen lediglich Eisenstein und sind ziemlich weit schon von zu Hause weg. Ja. Und sollten mal kehrt machen hier drüber hinweg oder so oder nach da. Wir gehen einfach mal hier ein bisschen weiter. Krokodil. Naja. Sehr gut. Der greift, dass der an mir vorbeigeht, das ist schon sehr wunderlich. Was haben wir denn hier, ey? Coole Schlucht, ne? Oder was ist das hier? Coole Höhle. Ich sehe nichts. Keine Ahnung, hier ist irgendwo ein Geist, der wahrscheinlich genau über mir. Oh, das ist eine coole Höhle. Lol. Hier liegen ganz viele Knochen, warum auch immer. Hört sich nach Spinnen an. Cooler Durchgang auf jeden Fall. Vorsichtig müssen wir sein. Ich weiß nicht, was sich hier verbirgt. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Aha. Okay. Oh, was haben wir denn da? Ein Varan. Wollen wir mal sehen, was er in sich hat. Reptilienhaut, ja. Sprengdrüsen, oh. Und Wundsekret. Das ist noch einer. Die sind, glaube ich, gefährlicher als die Krokodile. Nur was langsamer. Aber Sprengdrüsen, das hört sich sehr gut an. Aber weit und breit irgendwie keine
Eisensteine, ne? Ich denke aber, wir haben genug. Ein weißer Hase. Guck mal, da hinten. Ist egal. Wir gehen gleich mal da hoch. Wenn wir viel Glück haben, ist das da hinten Kohle. Aber es sieht, glaube ich, nur so aus durch die Schatten. Da hinten ist Eisen. Ja, Mann. Oh, ja, Mann. Oh, hier haben wir Eisen gefunden. Sehr gut. So, Eisen. Eisen, bis der Arzt winkt. Nein. Hält sich in Grenzen, ne? Was mache ich denn da? Oh, genau, den Vasan, den Varan. Denn die Sprengdrüsen sind wichtig, ne? So, dann machen wir mal hier das letzte Eisen abfahren, was wir so gefunden haben. Und dann könnte ich mir das einfach mal markieren als Eisen-Spot. Eisenort. Gibt es hier noch mehr Eisen? Gut, ich werde das erstmal markieren. Oh. Oh. So, hier war das Eisen. Zack. Oh, Scheiße. Wisst ihr, was kommt? Sind wir von hier gekommen? Wir sind von hier gekommen, ne? Wir müssen schleunigst zurück. Leute. Es kommt ein Sturm. Oh mein Gott, da kommt der scheiß Sturm. Wir müssen in die Höhle zurück, wo wir herkamen. Haha. Komm schnell! Oder haben wir Glück und er geht an einen vorbei? Aber wir haben die Möglichkeit, uns hier drin zu schützen. Oh, da klingelt das Telefon. Hier können wir Schutz suchen. Okay. Jetzt nicht. Jetzt habe ich keine Zeit. So, wenn einer anruft, dann immer während der Aufnahme, aber wir haben nochmal Glück gehabt, der Sturm zieht an uns vorbei. Da haben wir nochmal Sahne gehabt, ne? Guck mal, da hinten ist nochmal so ein Varan. Den holen wir uns direkt mal. So. Keine Sprengdrüsen, leider nicht. So, ich würde sagen, es ist Zeit, nach Hause zu kehren. Ist da noch Stein? Da ist auch noch Eisenstein, ne? Wow. Höchste Eisenbahn. Das war höchste Eisenbahn. Den nehmen wir noch mit. Dann wird es aber auch schon knapp, ne? Also Eisenstein haben wir jetzt genügend.
Das sollte dann reichen für 50 Eisenbarren. Ja. Ah, locker, ne? Also ist ja wunderbar hier. Auch hier machen wir natürlich den Marker Eisenstein hin. Denn so nennt man das hier. Cool. Boah, hier ist aber echt eine Menge, ne? Guter Eisenspot. So, komm mal her, Kumpel. Wo bist du? Kannst noch mal was in dich aufnehmen? So, ne? Kannst du noch laufen, oder? Ich denke schon, ne? Schön. Ich wollte gerade sagen, lass mich mal eben auf die Karte gucken. So. So, wir gehen jetzt nach Hause, Kumpel. Hier, ja. So, in die Richtung. In die Richtung sind wir gut unterwegs. Schmackhaftes Fleisch. So. Mehr darf ich nicht mit mir führen. Wir gehen mal den Weg zurück, den wir gekommen sind. Die führt uns auf eine tiefgelegenere Ebene. Cool, ne? Komm. Wir folgen immer dem Fluss. Habt ihr das gesehen? Habe ich den mal eben getreten? Oh, der hat ein Baby. Das sind Eltern von irgendwas. Guck mal, hier die Kleinen. Nehme ich jetzt nicht mit, weil ich keinen Platz mehr habe. Ne? Wir kommen nochmal wieder hier vorbei, kein Problem. Ach, ist ja herrlich, oder? Das Spiel ist schon cool. Wenn es dann nicht diese Bugs hatte, es wurde ja mal wieder was deaktiviert. Und die Gegner hier an dem Schrein sollten auch wieder da sein. Das macht nichts, dann haben wir mehr Erfahrungspunkte zu gewinnen. Hey. Kumpels, ja? Hast du wieder was Besonderes für mich? Also die Kleidung kriegst du ja auch nur einmal dann, ne? Ist ja auch nicht so verkehrt.
Reicht ja auch. Oh, was haben wir denn hier? Du bist überlastet. Mitra-Kreuz. Jetzt haben wir ein Mitra-Kreuz. Lag das gerade auch schon hier? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Das hätte ich gern gewusst, ob es da schon mal lag. Kollege, komm mal her, bitte. Ich möchte ungern mal was wegschmeißen. Ne? Gib mir mal deine Pfeile. Du benutzt die sowieso nicht. Und dann nimmst du mal hier das Eisenstein. Nochmal. Mitras Kreuz, Leute. Mitra will, dass die Menschen aufrecht vor ihm stehen und sich nicht wie Würmer auf dem Bauch vor ihm krümmen oder seine Altäre mit Opferblut besudeln. Natok, der Zauberer. Die Reinigung der Verstorbenen ist ein wichtiger Teil der Totenriten von Mitra. Wenn ein Mensch stirbt, wird die Hülle, die einst sein Körper war, in einen aus der Legende des Phönix hervorgegangenen Ritus den Flammen übergeben. Es heißt, dass durch die Reinigung des Körpers eine neue Seele aus der Asche geboren werden kann. Vor der Verbrennung muss der Leichnam allerdings mit einem Mitra-Kreuz gereinigt werden. Der Körper wird dabei mit dem Kreuz geschlagen, um die letzte Rest der Seele aus dem Körper zu vertreiben, damit er nicht wieder belebt und von Nekromanten missbraucht werden kann. Da haben wir es. Da kriegen wir es schon. Sehr gut. Du auch, Kumpel. Du auch. So, ist da noch einer? Ist da noch einer? Hallo, hallo? Da haben wir es. Ja. 3 Stück nur? Oh. Im Gegensatz zu anderen Religionen dieser Zeit bevorzugen die Anhänger Mitras würdevolle und elegante Rituale. Sie missbilligen Menschenopfer und führen Reinigungsrituale an Toten durch. Angeblich wird im Rahmen dieser Rituale Mitras Henkelkreuz über den Leichnam des Verstorbenen gehalten, während verschiedene leise Gebete gesprochen werden. Anschließend wird das Kreuz auf den Leichnam gedrückt, um diesen von seinen letzten Unreinheiten zu reinigen. Einige erfahrene Priester haben erkannt, dass ihr Kreuz im Moment der Berührung mit dem Leichnam etwas schwerer wird, als würde sich etwas daran festklammern. Besagte Priester legen danach nicht selten ein Schweigegelübde ab. Okay, wissen wir Bescheid. Dann schweige ich ab jetzt sofort. Cool, ja? Menschenfleisch. Naja, können wir ja mal mitnehmen. Ansonsten sind wir hier durch, ne? So. Wo kamen wir her, Leute? Von hier? Immer quasi den Fluss folgen. Uhr. Hey Kumpel, komm mal zu mich. Er will nicht. Komm, du machst das schon. Ja! Ups. Jawoll. Hast du gut gemacht. Stufe 5. Sehr schön. So, wir gehen weiter. Und Leute, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Hier bei Conan Exiles. Ne? Wenn ihr mehr liken würdet, dann würde schneller eine Folge Conan kommen. Ja. Mehr Likes. Ja, mehr Videos. Ne? Haut rein. Bis zur nächsten Folge.